Jetzt ist aber gut hier. Ja, das läuft doch gut. Noch einer. Der hat aber gut einen weggekriegt von Liara. Da, die Laboraufnahmen der Proteaner. Cerberus studiert sie, um das Signal zur Deaktivierung der Stase zu finden. Wie lange der das noch machen wird, ist hier die Frage, meine Freunde. Wie lange? Der Unbekannte und so. Auf geht's! Ich hätte nie gedacht, dass unser Reich fällt. Wird es nicht. Wir schlafen, bis die Reaper in den Orkusnebel zurückkehren. Dann erheben wir uns Millionen stark. Für das Reich. Für das Reich. Ab in ihre Stase-Kapsel. Victory, schicken Sie das Stase-Bereitschaftssignal an alle Lebenskapseln. Und die Flüchtlinge, die den Bunker noch nicht erreicht haben? Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Haben Sie das auch verstanden? Ja, ich habe das Signal, mit dem die Proteaner den Stase-Modus aktiviert haben. Ausgezeichnet. Dann haben wir alles, um die Kapsel zu öffnen. Ihre Verstärkung ist da. Tja. Nein. Ach, Kinnas. Habe ich hier nicht auf... Ich hab doch... Ich wollte schon sagen. Weg mit den Schilden. Tja. Das heißt, wir können hier jetzt wieder langsam aber sicher zurück. Wie viele Kanonen haben die denn bitte da aufgestellt? Aha, noch einer mit Schild. Geht doch. Auch kaputt. Sie haben die Brücke eingezogen. Wir müssen die Steuerung finden. Keine Zeit. Suchen wir einen anderen Weg rüber. Einen anderen Weg finden. Aber hier? Ich glaube... Nein. Ich würde fast sagen nein. Nee, nee. Aber es war zumindest ein Versuch wert. Hätte ja klappen können. Schweinerei sowas. Komme ich hier runter? Ja. Auf geht's!
Und immer weiter. Weiter, weiter, weiter. Ich höre doch schon die Landungskapseln. Toll. Ich muss scheinbar da hinten runter. Schade. Ach, Edi, bitte lass mich doch rüber. Mann. Da-da-di-da-di. Und dann gehen wir jetzt mal dahin. Mann. So. Wusch. Und auf geht's hier. Ich übermittle das Signal. Perfekt. Es wird ein bisschen dauern, bis die Lebenskapsel es verarbeitet hat. Oh oh. Cerberus schickt schwere Truppen her. Wir müssen diese Stellung halten. Ich gehe hier in Deckung, liebe Freunde. Erstmal schön den Kopf weggeknallt. Da kommen sie! Zack, Briefschlitz. Zack, 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 zack. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen rumsnippern. Ich glaube, der lebt immer noch. Los geht's! Sieht aus, als hätten wir kurz Zeit, um Luft zu holen. Oder um Vorbereitungen für die nächste Welle zu treffen. Also ich weiß nicht, mir kommt das gerade eher einfach vor. Hat die Lebenskapsel den Stase-Modus beendet? Es sollte nicht mehr lange dauern. Wir sollten uns überlegen, wie wir den Feind am Vorankommen hindern können. Ich kann die Feinde mit einer Singularität blockieren. Ja. Erstmal schön entspannen. So viel zum Thema. Im Anmarsch. Thema entspannen. Vielleicht ist die Knarre nicht gerade die beste. Jungs und Mädels. Nicht gut. Oh. Da war ich vielleicht ein bisschen zu greedy. Na komm, my friend. Na? Ist der tot oder? Ich würde sagen, der lebt noch. Junge! Ja! Mutti! Papa ist wieder da! Oh, der ist aber wirklich schon fast Schrott. Geschafft. Sie können die Lebenskapsel jetzt öffnen. Nein! Da.
Macht aber nicht selber Bumm. Na egal. Sie haben es geschafft. Göttin. Er braucht vielleicht eine Weile, um sein Bewusstsein wiederzuerlangen. Vorsichtig, er ist verwirrt. Nicht vergessen, für uns sind es 50.000 Jahre, aber für ihn sind es nur... ein paar Minuten. Negativ. Berechnung zufolge wird der Bunker überrannt. Kapseln online! Diese Soldaten leben noch! Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Zur Lebenskapsel. Die Neutronenreinigung säubert die Anlage. Daraus ein Reich wieder aufbauen. Weitere Änderungen sind erforderlich. Die Neutronenreinigung hat die Anlage beschädigt. Soll heißen? Sensoren außer Betrieb. Automatische Reaktivierung keine Option. Sie bleiben in Stase, bis eine neue Kultur diesen Bunker findet. Möglicherweise reicht die Energie nicht. Keine Kapseln mehr abschalten! Ich brauche alle, die übrig sind! Auf Energiebedarf wird angemessen reagiert werden. Sie werden die Stimme unseres Volkes sein. Ich werde mehr sein als das. Okay. Wie viele andere? Nur Sie. Verstehen Sie mich? Ja. Ich habe Ihre Physiologie und Ihr Nervensystem gelesen und kann Ihre Sprache verstehen. Sie haben mich also gelesen, während ich Zeuge war? Unsere letzten Momente. Unser Scheitern. Es war kein Scheitern. Ihr Volk hat alles getan. Es hat nie aufgegeben. Und diese Entschlossenheit könnte ich jetzt brauchen. Shepard, Sie haben gerade das Interesse von Cerberus geweckt. Asari. Mensch. Synthetisch. Das ist kein guter Anfang. Hier ist es nicht sicher. Kommen Sie mit uns. Bekämpfen Sie die Reaper? Ja. Dann bin ich gespannt. Gut. Ein lebender Proteaner? Korrekt, Admiral. Aber er ist nicht so, wie wir erwartet hatten. Commander, unsere Wissenschaftler konnten noch nicht ermitteln, was der Katalysator ist. Wenn der Proteaner beim Bau des Geräts helfen kann, brauchen wir seine Kooperation. Verstanden, Admiral. Wir verlieren immer mehr Kolonien. So etwas wie die Reaper-Streitmacht haben wir noch nie gesehen. Er schon, Admiral. Kann er uns helfen? Das werde ich herausfinden. Gut, Cerberus hat uns eine neue Waffe gegeben, die wir nutzen müssen. Agate